Medien mit Weider. Die Schauspielagentin Sandra Lapugnani spricht im Interview mit Medien mit Weider über die mageren Aussichten im Schauspielberuf. Bei Schauspielerei handelt es sich ja um eine Kunstform, wie ich finde. Und bei Kunst ist es sehr subjektiv auch, was bei einem selber Herzklopfen auslöst. Also bei mir ist halt Herzklopfen so ein Kriterium für Kunst. Und also es gibt natürlich so ein paar objektive Kriterien wie Wahrhaftigkeit, vielleicht auch Aussehen tatsächlich, Kunstfertigkeit in dem Bereich der Schauspielkunst. Aber für mich ist wichtig, dass mich ein Schauspieler in irgendeiner Form berühren kann und wirklich eben dieses Herzklopfen auslöst. Also für mich persönlich ist es sehr wichtig. Es gibt tatsächlich einige wenige Naturtalente, die einfach sehr instinktiv diese Kunst beherrschen, die dann aber eher so wahrscheinlich aus dem Bauch heraus spielen. Wenn halt eine staatliche Schauspielausbildung zugrunde liegt, ist das schon mal eine erste Hürde, die genommen ist. Die Zukunft des Berufs Schauspielers sehe ich eigentlich nicht so rosig, weil in der letzten Zeit schon einige Anzeichen gab, also dass es immer schwieriger wird, als Schauspieler wirklich komplett davon zu leben und das als einzelnes Standbein zu behalten. Die Gagen in den letzten Jahren sind ca. um 50% in vielen Fällen gesunken und der Markt verwässert immer mehr durch immer mehr Absolventen von privaten Schauspielschulen. Ich glaube, Sondergagen ist das Unwort der Schauspielagenten 2012 und 2011 auch schon. Also Sondergagen sind einfach mittlerweile wirklich fast an der Tagesordnung. Es ist schon ein Sonderfall, wenn jemand die normal aufgerufene Gage bekommt mittlerweile. Leider. Sogar so, dass es bei Kinofilmen eigentlich schon fast branchenüblich ist, wenn es Low-Budget ist. Also gut bezahlte Produktionen gibt es eigentlich immer weniger. Die soziale Absicherung des Schauspielers ist leider überhaupt noch nicht gegeben. Ein Schauspieler ist sozialversicherungspflichtig, weil er weisungsgebunden ist und zahlt demnach auch in die Arbeitslosenversicherung ein. Aber das System, wie es im Moment ist, ermöglicht dem Schauspieler so gut wie nie auch einen Arbeitslosengeldanspruch zu erwirtschaften. Der BFFS ist gerade sehr bemüht daran, eine Lösung zu finden und führt auch Gespräche mit den Parteien der Bundesrepublik. Und wir sind alle guter Dinge, dass wir da irgendwann eine Lösung finden.